Guten Morgen. Heute werde ich noch ein bisschen weiter aus Kapitel 2 lesen und außerdem wurde ich gebeten, was über den Begriff der Sühne zu sagen. Ich habe mir das mal angeguckt und das ist wirklich interessant. Ich hoffe, dass das hilfreich ist. Und wenn das zu schnell geht, wenn ich zu viel springen sollte, sag immer Stopp, das habe ich nicht verstanden und so weiter und so fort. Ich arbeite ja auch als Lehrer und es ist immer okay, wenn jemand sagt, stopp, erkläre das nochmal. Also nicht, keine falsche Scheu an den Tag legen. So, ich lese jetzt erstmal weiter den Abschnitt, wo Gregor gestern aufgehört hat. Und es geht da ja schon um den Altar, es geht um Sühne und diese Dinge. Und was heißt eigentlich Sühne? Gregor hat ja gestern gesagt, dass der Sühne-Begriff gar nicht erklärt wird, sondern er wird immer nur angereichert, ja. Sühne heißt ja eigentlich auch Versöhnung. Ja. Auf jeden Fall geht es, das wissen wir aus der Bibel, immer um die Beziehung zwischen Gott und Mensch bei der Sühne. Es geht hier also, ich lese jetzt hier auf Seite 26 weiter, Abschnitt 6 oder Paragraph 6. Es sollte noch einmal betont werden, dass der Körper ebenso wenig lernt, wie er erschafft. Als Lerneinrichtung folgt er bloß dem Lernenden. Wenn er jedoch fälschlich mit Eigeninitiative ausgestattet wird, wird er zu einer ernsthaften Behinderung eben jenes Lernens, das er erleichtern sollte. Nur der Geist ist der Erleuchtung fähig. Der reine Geist ist schon erleuchtet und der Körper als solcher ist zu grobstofflich. Der Geist hingegen kann seine Erleuchtung zum Körper bringen, indem er begreift, dass dieser nicht der Lernende ist und daher nicht zum Lernen taucht. Der Körper lässt sich jedoch leicht in Übereinstimmung bringen, mit einem Geist, der gelernt hat, über ihn hinaus zum Licht zu schauen. Hier geht es natürlich um Identifikation mit dem Körper oder auch nicht. Und ich sage immer, wer die Welt transzendieren will oder wer der Welt entkommen will, der muss hier für einen Moment gelandet sein. Wer immer einen Widerwillen dagegen hat, hier zu sein, kann nicht entkommen, kann nicht erwachen. Also der Körper ist nicht wirklich, aber um das zu sehen, musst du erstmal da sein. Du musst auftauchen im Körper bis in die Füße hinein, überall präsent sein und dann kannst du erkennen, okay, der Körper kann mich gar nicht begrenzen. Der Körper erscheint einfach in meinem Gewahrsein. Und wenn ich meine Abwehr aufgebe gegen alles, was hier auftaucht, dann bin ich frei. Im Grunde bin ich in dem Augenblick frei, wo ich meine Abwehr und mein Urteil niederlege. Berichtigendes Lernen beginnt immer mit dem Erwachen des reinen Geistes und der Abkehr vom Glauben an die körperliche Sicht. Also eigentlich, der reine Geist heißt ja, dass du als Selbst unbegrenzt bist und dass du Teil von Gott bist. Und dahin zu erwachen, das ist das, was er als Erleuchtung bezeichnet. Und die körperliche Sicht ist nichts anderes als deine Idee, dass du begrenzt bist, dass du das Ego bist. Wenn du genau hinguckst, dann ist das Ego, was du zu sein glaubst. Wenn du ehrlich bist, glauben wir alle, oh, ich bin das, ich bin Peter, ich mache hier gerade eine Stunde und so weiter. Und ich bringe das an, was ich früher mal gelernt habe. Ja? Dass diese Identität, die wir uns selbst vorgaukeln, ist nur ein Gedankenstrom. Okay? Wir verbinden sie zwar mit dem Körper, wir sehen, okay, der Körper altert, so die Zeit muss also wirklich sein. Ich habe Erinnerungen, wo ich jünger war, ich habe Fotos. Aber wenn ich genau hingucke, was ist eigentlich dieses Ich, was ich verteidige? Und wenn du genau guckst, was in deinem Geist vorgeht, dann ist es wahrscheinlich für einen Moment Stille, weil das Ego hat eine eigene Intelligenz. Es ist wie so ein Softwareprogramm. Das versteckt sich gerne. Aber wenn du genau hinguckst und lange genug guckst, dann merkst du, dass da Gedanken durch deinen Geist ziehen und dass diese Gedanken immer davon ausgehen, dass du als begrenztes Wesen wirklich bist, dass du in einem Körper bist, dass du in Raum und Zeit bist und dass du aufpassen musst, ja, dass irgendwie eine Art von Gefahr besteht und dass du auf diese Stimme eben hören musst, die in deinem Geist läuft, damit du in Sicherheit bist. Das ist eigentlich das, was wir zu sein glauben. Also die körperliche Sicht wird durch das Erwachen des reinen Geistes transzendiert.
Das bringt oft Angst mit sich, weil du dich vor dem fürchtest, was deine geistige Sicht dir zeigen wird. Da kommen wir wieder zur Abwehr. Natürlich sind wir hier, weil wir glauben, schuldig zu sein. Und da kommt auch wieder die Sühne ins Spiel. Sühne hieß ja immer, dass wir ein Opfer bringen, damit wir von unserer Schuld gereinigt werden. Ja? Also unser Problem ist im Grunde unterdrückte Schuld. Und das müssen wir uns ansehen. Wir müssen uns all das mit dem Heiligen Geist, also mit unserem Heiligen Geist, anschauen, was geheilt werden muss in unserem, sagen wir mal, Unterbewusstsein. Wenn wir einfach denken, okay, ich gehe jetzt ins Licht als Vermeidungsstrategie, um unserer eigenen Dunkelheit zu entkommen, werden wir immer wieder zurückkommen. Also immer, wenn wir denken, oh, ich will entkommen und ich lasse irgendwas zurück, müssen wir zurückkommen, weil der Geist nach Integration strebt. Das heißt, wenn wir einen einzigen Bruder verurteilt haben, was nichts anderes heißt, als dass wir einen Teil unseres Schattens auf ihn projiziert haben, müssen wir zurückkommen und ihn vergeben. Und das kann ein ganzes Leben dauern. Das heißt, das Beste, was wir tun können, wozu wir unsere Zeit verwenden können, ist Vergebung. Und zwar wie ein Krieger in die Schlacht zieht, so müssen wir mit dem Heiligen Geist auf unsere eigene Dunkelheit schauen und sagen, okay, give it on to me, give it to me, gib's mir, ja, lass alles hochkommen. Und wir leben jetzt ja gerade in diesen Monaten in einer Zeit, wo anscheinend nach meinen und anderer Erfahrung viel Licht reinkommt und wo sich die Dunkelheit auf einmal zeigt, auch politisch gesehen, ja, und dass wir das eben in einem konstanten Strom der Vergebung immer wieder aufheben und sagen, ja, lass mich das vergeben, lass mich die Welt des Friedens sehen. Ich sagte schon, dass der Heilige Geist den Irrtum nicht sehen und nur über ihn hinaus zur Abwehr der Sühne blicken kann. Es besteht kein Zweifel, dass dies Unbehagen erzeugen mag, doch ist das Unbehagen nicht das Endergebnis der Wahrnehmung. Wenn es dem Heiligen Geist erlaubt wird, auf die Entweihung des Alters zu blicken, blickt er auch unverzüglich hin zur Sühne. Was ist denn die Entweihung des Alters, bitte? Wenn dein Ich nicht wirklich ist, wenn dein Körper und die Welt nicht wirklich sind, was ist dann die Entweihung des Alters? Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass es deine Beziehung zu Gott ist, die unterbrochen ist durch Schuld. Nichts, was er, der Heilige Geist, wahrnimmt, kann Angst auslösen. Alles, was sich aus geistigem Gewahrsein ergibt, wird einfach in die Bahn der Berichtigung gelenkt. Also er hat dieses offene Gewahrsein, was wir auch einnehmen können. Und er wehrt sich gegen nichts und er beurteilt auch nichts. Das ist der Heilige Geist, der Heilige Geist. Darum ist er heilig, weil er heil, weil er ganz ist. Und das können wir auch tun. Wir können einfach hier landen und uns mit dem offenen Gewahrsein identifizieren, anstatt mit unserem Urteil. Und alle Dinge für einen Moment so sein zu lassen, wie sie sind, erlaubt ganz natürlich die Heilung. Heilung ist von Gott und wir leben immer noch in Gott. Weil Gott unendlich ist, müssen wir in Gott leben. Wir können nicht außerhalb von Gott leben. Das Unbehagen wird nur wachgerufen, um das Bedürfnis nach Berichtigung bewusst zu machen. Also du guckst dir an, wo du stehst und wenn du dir anguckst, was du glaubst und was du tust, aus Angst heraus, aus Schuld heraus, erkennst du, dass du Hilfe brauchst. Und das ist ganz wichtig. Genauso wichtig ist die Erkenntnis, dass du nicht Bescheid weißt über diese Dinge, die Dinge von Gott, die Dinge der Heimkehr, weil du schon voll mit einem Wissen bist, was bedeutungslos ist. Und du kannst nur lernen, wenn du das alte Wissen rausschaufelst und sagst, ich weiß nicht, zeig mir bitte, was ich noch nicht verstehe. Du musst also eine Art von Leere schaffen in dir, wenn du etwas Neues lernen willst. Die Angst vor Heilung entsteht letztlich aus dem Unwillen, eindeutig zu akzeptieren, dass Heilung nötig ist. Heilung, dass Heilung nötig ist, heißt eigentlich, dass du aufgehoben werden musst. Das heißt das. Heilung ist nötig, also ich muss aufhören, so zu sein, wie ich zu sein glaube. Heilung ist nötig, weil ich mich als begrenzt ansehe. Und solange ich den Kurs mit dieser begrenzten Identität mache, oh, ich werde jetzt ein ganz toller Schüler oder auch ein Lehrer vom Kurs, und ich halte aber an meiner Begrenztheit fest, an meinem spirituellen Ego, ist da ein Bedarf an Heilung und ich werde nicht hingucken wollen. Wir sind ja alle
verliebt in unseren Status quo, in unsere Wohlfühlzone. Und die Art, wie wir uns definieren, das ist unsere Wohlfühlzone und das ist das, was wir zu sein glauben. Ja? Und Heilung ist nötig, wenn wir genau hingucken. Ich sehe mich als begrenzt an. Ich sehe mich als getrennt von dem, was ich sehe da draußen an. Und ich urteile nach wie vor. Ich glaube nach wie vor, über andere urteilen zu können. Dann brauche ich Heilung. Ja. Was das leibliche Auge sieht, ist nicht berichtigend und der Irrtum kann auch nicht durch irgendeine Einrichtung berichtigt werden, die physisch sichtbar ist. Also es ist eine Geisteswendung. Solange du an das glaubst, was deine physische Sicht dir mitteilt, werden deine Berichtigungsversuche fehlgeleitet sein. Die wirkliche Schau ist verschleiert, weil du es nicht ertragen kannst, deinen eigenen entweihten Altar zu sehen. Deine Trennung von Gott. Deine Schuld. Ja? All das, was du weggesteckt hast, dein Leben lang. Oder andere Leben. Vielleicht ist da noch eine alte Schuld. Sieht man bei Familienaufstellungen, dass da irgendein Großonkel hat sich aufgehängt oder jemand hat mit Geld wirklich Mist gemacht und dann ist eine Schuld verbunden mit Geld im Familienbaum. Und das geht alles auf dich über und das alles anzuschauen, dafür haben wir Angst. Wir haben Angst vor unserer Dunkelheit und darum sehen wir es draußen. Wir schieben es ganz weit weg. Das sind die bösen Leute da draußen. Aber eigentlich ist es nur unsere eigene Schuld, die wir nicht sehen wollen, weil wir uns fürchten. Ganz tief ist es eine ganz alte Angst, von Gott sozusagen getötet zu werden, wenn das hochkommt. Also versuchen wir, uns so durchzuschlängeln und nicht in diesem göttlichen GPS aufzutauchen. Wir sind ja zwischen Millionen Menschen und vielleicht können wir uns lange genug vor Gott verstecken, bevor wir das die letztendliche Begegnung mit dem großen Richter im Himmel haben, der uns dann mit dem Schwert niederstreckt. Ja? Das ist alles diese tiefe, unbewusste Angst, die wir haben, na klar. Also wir werden aufgerufen, hallo Andreas, werden aufgerufen, das, was wir lieben, zu opfern, nämlich das Ich, für etwas, was wir am meisten fürchten. Ja? Und das ist eigentlich die Sühne, da komme ich gleich noch drauf. Also der Alte ist entweiht, unsere Beziehung zu Gott ist gestört, ist scheinbar abgeschnitten. Da der Alte jedoch entweiht worden ist, wird dein Zustand doppelt gefahrvoll, es sei denn, er wird wahrgenommen. Also alles, was im Gewahrsein auftaucht mit dem Heiligen Geist, was zugelassen wird, was hochkommen kann, wird dadurch automatisch geheilt. Gerade bei der Kurs redet leider nicht sehr viel über emotionale Heilung, aber auch das ist immer das Gleiche. Gefühle werden dadurch geheilt, dass du sie einfach hochkommen lässt und die Gedanken, die mit negativen, mit schmerzhaften und schuldbeladenen Gefühlen zu tun haben, eben nicht denkst, sondern zur Seite schiebst. Und die Gefühle alle nach oben entlässt. Das ist die natürliche Bewegung von Energien, dass sie nach oben raus wollen. Die wollen nach Hause zurückkehren, wie deine ganzen Projektionen. Das heißt, die Welt, die du siehst, ist nichts anderes als die Rückkehr deiner Gedanken zu dir als Erlöser der Welt. Und wenn du vergibst, heißt das, ich entlasse dich zu Gott. Alles, was ich über dich gedacht habe, lasse ich durch mich hindurch, durch mein Gewahrsein hindurchgehen, entlasse ich nach oben. Also du legst das Schwert des Urteils nieder und dann ist die Heilung ganz natürlich, weil der Geist nach Einheit, nach Integration strebt. Und der ganze Kurs ruft dich nur auf, das Schwert des Urteils niederzulegen und mal einen Moment da zu sein und die Welt als Teil von dir anzuerkennen, was sie ja ist. Heilen ist eine Fähigkeit, die nach der Trennung entwickelt wurde, vor welcher sie unnötig war. Wie alle Aspekte des Glaubens an Raum und Zeit ist sie vorübergehend. Solange jedoch die Zeit anhält, wird die Heilung als ein Schutzmittel benötigt. Das rührt daher, dass Heilung auf Nächstenliebe beruht und Nächstenliebe eine Art ist, die Vollkommenheit eines anderen wahrzunehmen, auch wenn du sie in dir selbst nicht wahrnehmen kannst. Also die Projektion aufheben und, oh, ich will wirklich deine Vollkommenheit sehen, denn dadurch lerne ich, meine eigene Vollkommenheit zu sehen. Ich sehe dich am Ende der Entwicklung, sagt er hier. Also ich sehe den Bruder schon dort, wo er Vollkommenheit erreicht hat.
Die meisten erhabeneren Konzepte, deren du jetzt fähig bist, sind zeitabhängig. Die Nächstenliebe ist in Wirklichkeit eine schwächere Widerspiegelung eines viel mächtigeren Umfasstwerdens von der Liebe, die weit über jede für dich jetzt vorstellbare Form der Nächstenliebe hinausgeht. Also es geht um das Eintauchen in die Liebe und da ist, die Angst kommt natürlich. Oh, ich bin nicht liebenswert und ich werde rausgeschmissen. Wenn die Liebe auftaucht in ihrer absoluten Form, dann wird sie mich einfach ins Nichts spülen, weil ich dieser Nichtsnutz bin. Ja? Also wir haben unsere größte Angst, gilt ja der Liebe, oder wie Marianne Williamson, die auch im Kurs in Wundern-Lehrer ist, gesagt hat, und das hat dann Mandela zitiert, unsere größte Angst gilt unserer Stärke, nicht unserer Schwäche. Ja, oder und gilt der Liebe und nicht unserer Schuld. Mit Schuld können wir gut umgehen, aber mit Liebe, da wird es schwierig. Ja. Die Nächstenliebe ist in dem begrenzten Sinn, in dem sie jetzt erreichbar ist, für die Rechtsgesinntheit wesentlich. Also ohne Liebe geht es nicht. Es geht nicht rein intellektuell. Gestern hat Gregor, glaube ich, auch über die Nächstenliebe gesprochen. Und daran hängt es. Daran kannst du immer sehen, wo du bist. Ja. Und da ist die Vergebungsarbeit notwendig, wenn du Groll hegst und merkst, oh, ich habe Urteile über den und den. Einfach immer beten zum Heiligen Geist. Die Sühne annehmen heißt einfach auch die Unschuld sehen in dem anderen und in dir natürlich. Das heißt natürlich nicht, dass du auf deiner eigenen Schuld, beharrst und andere dann als gut und toll ansiehst, was ja auch so eine Kreuzigung deiner selbst mit sich bringen würde, sondern du bist Teil der Sohnschaft. Und wenn du dich selbst nicht lieben kannst, kannst du auch andere nicht lieben. Also das für dich selbst in Anspruch zu nehmen, die Sühne, dass du schuldlos bist. Die Nächstenliebe gilt also auch dir, ganz wichtig. Ja. Die Nächstenliebe ist eine Art, einen anderen so anzusehen, als sei er schon weit über das hinausgegangen, was er in der Zeit tatsächlich erreicht hat. Also wie wäre dieser Bruder, wenn er, sagen so schön, Erleuchtung erlangt hat oder am Ende aller seiner, wenn er erwacht ist, wie wäre dieser Bruder? Und wenn du dich das fragst, dann merkst du, dass er anders wäre und dass du ihn in seinem wirklichen Licht sehen kannst. Und ihn so zu sehen, in seinem, your true colors heißt es so schön bei Cindy Lopez, in seinen wahren Farben, das kann dir Freude bereiten. Das bereitet dir Freude, weil das ein Wiedererkennen deines Bruders ist und damit erkennst du, wo du eigentlich bist. Wenn dein Bruder schon am Ende angelangt ist, wenn er zu Hause ist, bist du auch mit ihm zu Hause. Also alles hängt hier im Kurs daran, wie du deinen Bruder siehst. Siehst du ihn außerhalb des Kreises der Sühne, Circus of Atonement, dann bist du mit ihm außerhalb des Kreises oder siehst ihn drin, schon erlöst, dann bist du mit ihm in der Erlösung bereits. Da sein eigenes Denken des Bruders Denken fehlerhaft ist, kann er die Sühne nicht für sich selber sehen, sonst bräuchte er keine Nächstenliebe. Die Nächstenliebe, die ihm zuteil wird, ist sowohl eine Anerkennung, dass er Hilfe braucht, als auch die Einsicht, dass er sie akzeptieren wird. Beide Wahrnehmungen sind eindeutig zeitabhängig und verdeutlichen, dass die Nächstenliebe immer noch innerhalb der Begrenzung dieser Welt liegt. Ich sagte bereits, dass nur die Offenbarung über die Zeit hinausgeht, also ein Durchbruch der göttlichen Wahrheit in deine Welt. Das Wunder als ein Ausdruck der Nächstenliebe kann sie nur verkürzen, die Zeit. Es gibt jedoch zu verstehen, dass du jedes Mal, wenn du einen anderen ein Wunder schenkst, euer beider Leiden verkürzt. Diese Berichtigung ist sowohl rückwirkend als auch vorgreifend wirksam. So, das war der Abschnitt, den ich bis jetzt gelesen habe. Und jetzt schauen wir uns mal an, was eigentlich mit Sühne gemeint ist. Da gibt es eine schöne Geschichte aus dem Alten Testament, und zwar Mose 1, Kapitel 22. Das Opfer Abrahams. Also Abraham war ja jemand, der Vater des Glaubens, und der wurde von Gott sozusagen aus dem Lande Ur, das ist da oben nördlicher Irak, gerufen und in ein neues Land zu ziehen. Der war schon relativ alt, als das passiert ist, 65 Jahre alt und so. Die hatten keine Kinder, hatten ihre Kinder schon, glaube ich, oder hatten keine jedenfalls.
hat er mit Gott gesprochen. Gott hat ihm versprochen, dass seine Kinder so zahlreich wie die Sterne am Himmel sein werden. Und sowohl die Araber wie auch besonders natürlich die Juden sehen sich als Nachkommen Abrahams, also eigentlich als Geschwistervölker, das muss man wissen. Abraham zieht also los in das versprochene Land in Kanaan und irgendwann hat er auch einen Sohn und das ist Isaak. Und die Geschichte scheint gut zu laufen, also er hat den Glaubenssprung gemacht, er ist ins Nichts gesprungen, er ist einfach einer Stimme gefolgt, die irgendwo nachts aufgetaucht ist, hat seine Familie alles verlassen, seinen Stamm, ist in ein fremdes Land gezogen, hat tatsächlich von seiner schon eigentlich alten Frau noch ein Kind bekommen, Isaak. Und jetzt passiert das, Kapitel 22, das Opfer Abrahams. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Ja, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir zeigen werde. Und als sie an die Stätte kamen, die ihnen Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar, legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und dass du deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinen Willen. Und da hob Abraham seine Augen auf und sah im Witter ein Gestrüpp an seinen Hörnern und den opferte er für Gott. So, das ist also die Sühne, wie soll ich sagen? Die Sühne heißt bei Abraham und allen danach, solange der Tempel in Jerusalem stand und bis heute eigentlich, dass wir ein Opfer für Gott darbringen, dass wir Blut vergießen sollen, damit unsere eigene Schuld gesühnt wird. Sühne hat also immer mit Blut zu tun. Und in diesem Fall ist natürlich, spielt Gott natürlich eine schreckliche Rolle und versucht ihn zu testen. Und Abraham gibt das sein Liebstes hin für die Sühne. Und das spielt, wird bei uns jetzt im Kurs gleich noch eine Rolle spielen. Ich will noch mal kurz zurückgehen, woher dieses Blutopfer eigentlich kommt und wie das vorher eigentlich aussah. Das goldene Zeitalter der Menschheit, wenn es so etwas gab, davon darf man eigentlich gar nicht hier reden, aber ich rede davon, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Die glücklichste Zeit der Menschen war die Zeit der Jäger und Sammler. Die hatten keinen Besitz, die sind jeden Tag rumgezogen. Die hatten ihren Schamanen und der hat ihnen immer gesagt, lasst uns nach Norden gehen, lasst uns nach Westen gehen, lasst uns hier Schutz suchen. Die hatten also eine gewisse Voraussicht und die hatten keinen Besitz. Das heißt, für die gab es kein Blutopfer. Wenn die Tiere gejagt haben, dann haben sie den Geistern und den Geist des Tieres Opfer geopfert, Pflanzen, Tabak, Gesänge und Dankbarkeit. Die haben sich also dafür bedankt und die hatten die Würde des Geistes des Tieres immer bewahrt. Für sie war klar, dass das Tier sich opfert für sie. Dann, als der Weizenanbau anfing und Harari sagt in seinem Buch Sapiens, nicht wir haben den Weizen domestiziert, sondern der Weizen hat uns domestiziert, denn das Leiden der Menschheit ging mit dem Weizen los. Der Lebensstandard ging rapide runter, die Arbeitszeit ging hoch und auf einmal hatten die Leute Angst vor dem Verlust von Dingen. Auf einmal hatten sie Felder, sie wussten nicht, wie die Ernte wird, sie hatten Räuber, die ihnen vielleicht die Ernte streitig machen oder auch Tiere. Also mussten sie sich mit den Gedanken des Opfers auseinandersetzen. Und wie kamen sie nun darauf, dass man Blut opfern muss den Göttern, damit die Ernte gut wird, damit alles beschützt wird? Und anscheinend haben die Leute in der Steinzeit geglaubt, das haben sie beobachtet, sie haben ja immer durch Beobachtung gelernt, dass die Menstruation der Frau aufhört, wenn sie schwanger wird. Und ihre Interpretation war, dass der Embryo, das Baby, das Blut sozusagen trinkt und isst, was im Bauch der Frau ist. Das heißt, wenn Mutter Erde, war ja klar, dass die Erde eine Mutter ist, wenn die Früchte hervorbringen soll, braucht sie Blut. Das war so vermutlich deren Logik. Da haben sie also Blut geopfert.
Und zum Teil eben auch Menschen, gerade in Lateinamerika, da haben sie, also ich glaube, die Mayas waren das, alle 52 Jahre haben sie 20.000 Menschen geopfert. Also es gab diese Idee, wir müssen den Maisgöttern und anderen Göttern also unheimlich viel opfern, damit sie uns dann im Austausch was geben. Und das in Jerusalemer Tempel war eigentlich ein Schlachthaus, also auch in der Zeit, als Jesus da war, da waren Rinnen aus Blut. Die liefen also ständig raus und es wurden ständig Sachen geopfert. Die Leute kamen also aus dem ganzen Israel, aus ganz Palästina, um mit Tieren. Die haben die Tiere gekauft und dann wurden sie geschlachtet. So, und das bedeutete nach dem Denken des Alten Testaments, dass die Beziehung, die Schuld der Menschen vor Gott dadurch gesühnt wurde. Also Sühne heißt, du vergießt nicht dein eigenes Blut, sondern das Blut eines Tieres, ein Austausch. Und dann wird deine Beziehung zu Gott wiederhergestellt und bist wieder im Frieden und du bist gesühnt. Das andere Wort, wie man Sühne auch verstehen kann, ist Versöhnung. Du bist mit Gott wieder versöhnt. Und dadurch, dass Paulus und andere Leute dieses Denken so drin hatten, haben sie genau das Gegenteil dann gemacht mit Jesus, als Jesus selbst gedacht. Jesus war total gegen das Opfer. Er stand in der Tradition der Propheten, die gesagt haben, ich will kein Opfer, ich will, dass ihr liebevoll, ihr Nächstenliebe, dass ihr liebevoll miteinander umgeht, dass ihr Liebe praktiziert. Ich brauche eure Rauchopfer nicht, hat Gott zu den Propheten, zu Jesaja und Jeremia gesagt. Und genau in dieser Tradition stand Jesus, sagt, lasst mich in Ruhe mit euren Opfern, vergebt einander. Das ist das wirkliche Opfer. Paulus und andere haben nun gesagt, oh, Jesus ist am Kreuz gestorben. Und wenn der nun der Sohn Gottes war, das ist eigentlich ein griechischer Begriff, kein jüdischer, dann ist er das letztendliche Opfer für uns. Wir sind also durch dieses Opfer Jesu gesühnt. Damit haben sie die Geschichte wieder aufgehoben, die ich gerade vorgelesen habe, denn in dieser Geschichte wird beschrieben, wie Abraham seinen Sohn Isaak beinahe geopfert hat, dass das Menschenopfer aufgehoben wurde. Ja? Das ist, die Geschichte beschreibt diese Entwicklung des menschlichen Bewusstseins. Wir brauchen keine Menschenopfer mehr. Aber jetzt kommt dieses Denken wieder rein. In der Theologie des Neuen Testaments, oh, Jesus war das Menschenopfer und wir sind gesühnt. So, und dann stehen die Gläubigen im Paradox, wie wir auch im Kurs. Wir sind zwar gesühnt, wir sind erlöst, aber wir sind irgendwie immer noch nicht erlöst. Also wir müssen weiterhin kämpfen und die Sühne annehmen. Also das ist auch im Neuen Testament durchaus Thema, dass wir, was auch immer das ist, nennen wir das das Heilsgeschehen oder das Jesusereignis, dass wir das glauben und dadurch unsere eigene Schuldlosigkeit akzeptieren. Und das ist hier im Kurs eben damit gemeint, dass die Sühne annehmen bedeutet, dass wir unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt sein lassen, dass wir uns erlauben, mit Gott wieder eine freundschaftliche, eine liebevolle Beziehung zu haben und dass wir unsere Schuld loslassen. Und da bezieht er sich in einem, ich habe hier das originalen Kurs, wo es sich auf die von Circle of Atonement, wo die ganzen wo die ganzen Notizen von Helen Schackman auch mit drin sind. Und da sagt er, steht auch im normalen blauen Kurs, hier sagt er, dass die Wunder, dass die Wunder jedermanns Recht sind. Aber dass Reinigung zuerst notwendig ist. Zuerst ist Reinigung notwendig. Was heißt denn bitte Reinigung? Und er beschreibt hier unten, dass Reinigung weder für die Seele noch für den Körper notwendig sind, aber für die Gedanken. Und damit zieht er sich auf die Lektion 151. Dein Auftrag, der darin besteht, Wunder zu wirken, beginnt damit, dass du deine Gedanken reinigst. Also hier haben wir die Sühne als eine Austausch zwischen Mensch und Gott. Der Mensch opfert etwas und bekommt dafür die Schuldlosigkeit, wird von der Schuld befreit und wird gereinigt. Also es steht auch in der Prophetentradition, in den Psalmen auch. Ich mache euch weiß wie Schnee. Ich reinige euch von eurer Sünde. Ja? Und so wird es auch im Kurs verwendet. Also Sühne heißt, lasst euch wieder reinmachen von eurer Sünde. Was ist denn die Sünde bitte? Also das beschreibt die Geschichte von Abraham und Isaak sehr schön. Du musst das, was dir am liebsten ist, opfern.
Und das bist du selbst. Das bist das, was du zu sein glaubst. Solange du das aufrechterhältst, ich bin dieser Mensch hier im Körper und ich urteile über alles. Also diese Fähigkeit zu urteilen, die Welt in Kategorien einzuteilen und über meine Brüder und Schwestern zu urteilen, auch über mich selbst, das ist eigentlich die Ursünde, die uns mitgegeben ist. Diese Angewohnheit, wir haben einfach diese schlechte Angewohnheit. Wir denken auf falsche Art und Weise. Und die Sühne wird dadurch hervorgerufen, bewerkstelligt, dass wir die Lektion von heute glauben, die sagt, Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Das ist eigentlich die Lösung. Denn wenn die Welt nicht existiert, dann können wir diese ganze lange Linie unserer Vorfahren, die in unseren Zellen mit drin ist, unseren DNA, einfach mal befreit sein lassen und sagen, ich spreche euch alle frei von der Schuld der Vergangenheit. Und ich spreche auch mich selbst frei. Ja? Und wenn ich mich selbst frei spreche, wenn ich also den Alter sehe, oh, der Alter ist, wie sagt er hier, der Alter ist entweiht. Das heißt, meine Beziehung zu Gott ist gestört. Wenn ich meine Schuld und mein Urteil loslasse, dann höre ich auf zu existieren als begrenztes Wesen. Das ist die Sühne. Die Sühne akzeptieren heißt, es ist ja bereits vollbracht. Die Erlösung ist ja bereits geschehen. Aber wann gebe ich denn meinen Widerstand gegen die Sühne, gegen die Erlösung, gegen die Versöhnung mit Gott auf? Das heißt, ich muss das Ruder abgeben in dem Schiff meines Lebens, den Kurs, ich versuche den Kurs zu halten, ja? Das ist doch die Frage. Will ich den Kurs bestimmen oder will ich Gott alles geben? Das bei den Mönchen in Irland, da gab es das, die hatten ja einen total hingebungsvollen Glauben. Und da gab es das weiße Martyrium. Das heißt, sie haben sich in ein Boot gesetzt, die Segel gehisst und dann haben sie die Winde wehen lassen, wohin sie wollten. Die haben also Gott ihr Leben total übergeben. Manche wurden selbst bis nach Nordamerika gespült, andere irgendwohin in Europa. Und das ist im Grunde auch das, was der Kurs sagt. Im Neuanfang, ich glaube, das 30. Kapitel. Ich will keine Entscheidung fällen, die ich nicht fällen soll. Ich werde keine Frage stellen, die nicht von dir kommt. Also mein Leben, den heutigen Tag. Es geht ja immer nur um heute, ganz Gott zu überantworten. Und auch besonders die Gedanken. Wir haben ja gesagt, okay, Sühne hat was mit Reinigung zu tun. Was gereinigt werden muss, ist nur meine Art zu denken. Und dazu ist immer die Lektion ausreichend. Also immer jeden Gedanken, der nicht in Harmonie mit dem Kurs ist, durch die Lektion ersetzen. Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Und wir machen das jetzt einfach mal als eine Meditation, sonst reden wir hier immer nur. Lass uns mal in die Meditation gehen. Schließe also deine Augen und geh mal wirklich rein in deinen Innenraum. Spüre deinen Innenraum. Und wenn du merkst, oh, da ist Druck oder da sind Gefühle, die ich nicht mag, da sind Spannungen, konzentriere dich einfach mal auf deinen Atem. Und erlebe, dass der Atem ganz natürlich von selbst geschieht. Du kannst also den Atem zulassen. Du kannst auch die anderen Dinge zulassen, dein Herzschlag lässt du normalerweise immer zu. Es geht gar nicht anders. Das heißt, dein Leben wird von Dingen bestimmt, die du nicht machst, die du aber zulassen kannst oder dich dagegen wehren kannst. Und wir sagen jetzt mal, lass alles mal so sein. So, jetzt lass mal alle Gefühle dazu, die kommen und gehen, auch wenn sie für einen Moment bleiben. Wir schauen jetzt mal mit dem Heiligen Geist auf den Altar deines Herzens, deiner Tiefe, deines Geistes.
Und wenn du Gedanken erlebst, lass sie einfach vorbeiziehen. Wir laden jetzt den Heiligen Geist ein, mit uns auf unseren Geist zu schauen. Auf den Altar. Wir laden den Geist ein, uns ganz zu bewohnen, ohne Widerstand. Wir bieten ihm als unser Opfer unsere eigene Dunkelheit an, unsere angemaßte Fähigkeit zu urteilen, unser Selbstbild. Ich gebe dir alles hin, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ich kann den Heiligen Geist nicht in mich hineinziehen, denn er ist ganz frei. Aber ich kann mich öffnen wie ein Kelch, der leer ist. Ich muss leer sein. Und ich mache mich dadurch leer, dass ich einfach gewahr bin, hier zu sein. Nicht indem ich die Gedanken verscheuche, sondern indem ich sie einfach ihnen zusehe, ohne mich von ihnen wegspülen zu lassen. Ich lasse einfach alles zu, bleibe aber mit jedem Atemzug wieder hier in diesem Raum. Und ich bitte jetzt, hilf mir, Heiliger Geist, die Sühne, die Versöhnung für mich zu akzeptieren. Heile meine Beziehung zu Gott. Lass uns Freunde sein, lass uns Geliebte sein. Lass mich die Liebe meines Vaters zu mir erkennen. Zeig mir alles, was noch geheilt werden möchte. Gib mir die Kraft, alles loszulassen, was zwischen mir und Gott steht. Ich lade Gott ein, in mir zu wohnen. Ich gebe ihm meine Angst, meine Schuld dar, die ich weggesteckt habe. Ich lege all das auf den Altar. Alle Erinnerungen, die ich mir nicht mehr ansehen möchte, weil sie zu schmerzhaft sind. Ich sage, ich gucke das an, aber ich muss nicht mehr durch die Agonie gehen, die ich vielleicht weggeschüttet habe. Ich brauche nur einen Moment des Hinguckens mit dem Heiligen Geist. Das Entscheidende ist, dass ich all diese Erinnerungen bereit bin loszulassen, damit auch das Recht, Recht zu haben. Das Recht, ein Opfer zu sein, ein Opfer der Welt, ein Opfer meiner Vergangenheit. All das opfere ich auf dem Altar. All diese kleinen Ideen will ich weggeben und dafür in meine Stärke kommen, meine Identität als Kind Gottes, als Teil von Gott. All das gebe ich weg, um in mein wahres Selbst zu kommen. Ich will nur dich, Vater.
Jetzt kannst du dein Gewahrsein über den Körper ausdehnen, nach außen gehen. Dehne dein Selbstgewahrsein aus. Es gibt keine Wände um dich herum, die dich aufhalten können. Alles ist leer, alles ist nur dein Traum. Und was du jetzt, was ich möchte, dass du tust, ist, erinnere dich an dieses grenzenlose Selbst, das du bist. Lass alle Grenzen von dir selbst fallen. Erinnere dich daran, dass du in Gott lebst. Und erinnere dich auch daran, dass dein Selbst, deine Einzigartigkeit, deine wahren Farben der Seele für immer geschützt werden von Gott. Du brauchst also keine Angst zu haben, ausgelöscht zu werden, wenn du deine Begrenzung loslässt. Deine Farben brennen für immer im Himmel, leuchten für immer in der Wahrheit, von Gott gehalten, denn du bist im ganzen Universum unersetzbar. Also lass deine Begrenzung los, dein Licht wird heller leuchten als jemals zuvor, in der Familie der Schöpfung, im Netz der Schöpfung. Du brauchst deine Begrenzung nicht. Dein Verstand muss nichts verstehen. Dein Alter steht wieder rein da, wo der Vater und der Sohn ihre Liebe ungehindert austauschen. Jesus ist an deiner Seite. Und er versichert dir, dass die Sühne bereits vollzogen ist. Es gibt nichts mehr zu reinigen und zu tun, sondern nur zu akzeptieren. Du musst es nur annehmen, dieses Geschenk. Lässt die Gnade und die Freude einfach durch dich hindurchfließen. Du erlaubst es ja überall hinzugehen. Auch in dein Unterbewusstes. Biete all deine Erinnerungen, all deine Urteile und all dein Wissen dar. Leg alles auf den Altar. Gib alles weg. Sei ganz leer und offen für Gott. Und versuche dich an dieses stille Selbst zu erinnern, was du bist. Das stille, grenzenlose Selbst. Das alle Dinge durchdringt, die du außen siehst. Mehr noch, dieses Selbst enthält die Welt, die du siehst, in dir. Das bist alles du selbst. Vielleicht bekommst du ein Gefühl dafür. Lass einfach dieses Universum aus Raum und Zeit zurück in dich sinken. Du hältst es in deinem Gewahrsein und bittest um Heilung. Lass mich das anders sehen. Ich bitte um die Schau. Lass mich die wirkliche Welt sehen. Die wirkliche Welt ist die, die der Heilige Geist für dich gemacht hat, die nur die liebevollen Gedanken enthält. Die anderen kannst du einfach loslassen, die werden für dich aufgehoben. Das ist die Sühne, das
dass nichts mehr geschlachtet werden muss. Es muss kein Blut mehr vergossen werden. Die Schuld muss nur losgelassen werden. Die Erlösung ist bereits vollbracht. Du kannst jetzt annehmen. Die Schau verlangt kein Opfer. Du legst deine Verteidigungsmechanismen nieder und erlaubst alles durch dich hindurch zu gehen, was kommt und was gehen möchte. Du bist dieses offene Gewahrsein. Und du erkennst, dass der Frieden eben genau darin liegt, dass du unbegrenzt bist. Es gibt keinen Frieden, solange du begrenzt bist. Um unbegrenzt zu sein, musst du jedes Urteil niederlegen. Denn sobald irgendetwas da draußen ist, was nicht du bist, über das du geurteilt hast, muss dein Gewahrsein, dein Selbstgewahrsein des einen Selbst zusammenbrechen und du findest dich im Körper wieder als begrenztes Wesen. Während du im großen Selbst, wenn du da bist, dann erscheint der Körper einfach mit der Welt in deinem Gewahrsein und es gibt damit kein Problem. Der Körper ist dann einfach nur ein Vehikel der Kommunikation und der Wahrnehmung dieser Welt. Das heißt, mit deinem großen Selbst bist du ein Botschafter, jemand, der eine Botschaft mit sich bringt, wie die Engel. Du bist jemand, der die gute Nachricht von Gottes Liebe in die Welt trägt. Das tust du durch deine Präsenz, durch deine energetische Präsenz des Wachseins, dass du demonstrierst durch deine Energie, dass deine Beziehung zu Gott wiederhergestellt wurde. Und das heißt, dein Altar wurde wiederhergestellt. Du hast die Sühne akzeptiert. Du hast die Schuld also losgelassen. Das war das Opfer auf dem Altar. Sowohl deine eigene Schuld, wie auch die Schuld, die dadurch entsteht, immer wieder, wenn du andere begrenzt, beurteilst oder verurteilst. Also deinen Sinn des Urteilen-Könnens hast du geopfert und gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, ich will alle am Ende ihrer Entwicklung, ich will alle als erlöst ansehen. Das ist die Art und Weise, wie ich die Erlösung verteidige in meinem Traum. Ich sehe alle als schuldlos an. Auch die ganz Schlimmen, die jetzt gerade, die sind ja jetzt in einem Drama. Ich sehe alle als schuldlos an. Jeder versucht in seinem Ideensystem das Beste daraus zu machen. Jeder dient dem Guten, wie er es ihm identifiziert oder glaubt. Und das alles hat aber nichts damit zu tun, was all diese Seelen, all diese Geister in Wirklichkeit sind. Sie sind alle Kinder Gottes. Und ich will diese Schuldlosigkeit sehen. In allen. Dann habe ich ein anderes Koordinatensystem. Wenn ich an der Schuld nicht mehr festhalte, finde ich mich automatisch im Himmel wieder. Und dies geht immer so weiter. Immer wenn du etwas findest, was dich von Gott getrennt hat, einen Gedanken, den du geglaubt hast, ein Urteil, das dich gefällt hat,
das du gefällt hast, oder eine Abwehr, ein Ärger, all diese Gefühle, die ganz normal sind. Akzeptiere das. Also es ist ganz wichtig, dass du Ja sagst zu dem, was du erlebst, was in dir auftaucht. Dadurch, dass die Erlösung bereits da ist, musst du nichts mehr abwehren. Das Ego versucht, Gott zu kopieren als den großen Richter. Ausgerechnet Jesus, der als Erlöser anerkannt wurde, weil er nicht geurteilt hat, weil er die Leute akzeptiert hat, wo sie waren und wie sie waren, in ihrer Schuld, in ihrem Außenseitertum. Er hat sie als heilige Seelen, als schuldlos angesehen. Und darum wurde er als Erlöser anerkannt, nicht unbedingt durch seine Wunder. Ausgerechnet dieser Jesus wurde als der große Richter imaginiert, vorgestellt im Christentum. Der wiederkommt. Das hat er vielleicht selbst gesagt oder es wurde ihm in den Mund gelegt. Aber er hat gesagt, es gibt in der Tat eine Trennung zwischen jenen, die urteilen und jenen, die nicht urteilen. Dies ist die Zeit des Erwachens. Dies ist die Zeit, das letztendliche Opfer zu bringen. Das, was du am meisten liebst, dein Urteil, deine Schuld, deine begrenzte Identität, das alles wegzuwerfen. Ich brauche das nicht mehr. Und dafür etwas einzutauschen, was du vage fühlst, was aber, Jesus heute gesagt hat in dem Abschnitt, von der Intensität der Liebe viel, viel höher ist und intensiver und weiter, als du dir vorstellen kannst. Und dieser Austausch geschieht ganz natürlich, wenn du dich leer machst, wenn du all das weggibst, was du zu sein glaubst, dann macht Gott den letzten Schritt. Also es ist ein natürliches Geschehen, es ist da geht nicht jemand mit einer Brechstange durch deine Seele, sondern das Natürliche kehrt zurück. Ja, das ist also die Sühne, auf der dieser Kurs basiert. Die gleiche Idee wie im Neuen Testament auch. Und damals wurde es nur damit begründet, dass das Kreuzesopfer Jesu die Sühne gebracht hat. In Wirklichkeit hatte die Lehre, die Erleuchtung, das Erwachen Jesu die Sühne gebracht. Dass Jesus gesagt hat, nein, Gott ist ganz anders. Gott will Liebe, kein Opfer. Das hat Jesus gesagt. Und das sagt er jetzt wieder im Kurs. Und das bedeutet, eigentlich braucht es keine Sühne, wenn du deinen Geist zurechtrücken lässt. Aber dadurch, dass du da bist, wo du bist, brauchst du die Versicherung des Heils, des Heilsgeschehens. Und das ist Vertrauen, das ist der Glaubenssprung, von dem Luther auch gesprochen hat. Du brauchst nur zu glauben, dass du erlöst bist. Natürlich heißt es auch, dass du dein Handeln danach ausrichtest. Und vor allen Dingen natürlich zuerst dein Denken, dass du also deine Gedanken nicht tolerierst, die dem widersprechen. Dass du eben sagst, oh, ich habe mich wieder dabei erwischt, Groll zu hegen, zu urteilen und so weiter und so fort. Und immer wieder von Null anzufangen. Du baust dir keine Pyramide spiritueller, wie sagt man dazu, wie heißt es noch? Guter Taten, sagen wir mal. Du baust dir deine guten Taten nicht auf, bis du vollkommen bist, ja? Du reicherst sozusagen deine Tugenden nicht an, sondern es ist der Zen-Geist. Du fängst jeden Tag bei Null an. Und das Entscheidende ist immer, dass du mit dir selbst sanft umgehst. Denn dieser Kurs scheint ja viel zu verlangen. Der ist ja, wie Master Teacher mal sagte, totalitär. Ist er. Und darum musst du mit dir selbst sanft umgehen, sonst machst du dich selbst kaputt. Sonst machst du genau das Gleiche, wie Generationen von Christen vorher gemacht haben. Wir haben sich damit gekreuzigt. Mach das nicht. Es ist okay, Fehler zu machen. Es ist auch okay, ein Mensch zu sein. Denn nur wenn du ein Mensch bist, kannst du erwachen. Wenn du dein Menschsein ablehnst, dann viel Spaß. Das habe ich oft genug gesehen. Dann fang erstmal an, Ja zu sagen zu einem. Immer Ja, 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 nein, lass es los. Und dann guck, was stattdessen auftaucht. Was da ist, ist Gott. Also du musst nichts
Von dir wird da eigentlich gar nichts verlangt, außer dass du es zulässt, dass du Gott Gott sein lässt, nichts mehr. Hör auf, Gott in irgendwelche Schachteln zu stecken, in dieses Buch. Ja? Mach daraus kein Gesetzesbuch. Mach das Buch nicht heilig. Das ist nur ein Werkzeug. Wie Osho so schön sagte mal, ich bin eine Krücke und wenn du mich nicht mehr brauchst, dann schmeiß mich weg. Also nimm es nicht zu ernst, diese ganze Geschichte, sondern nimm es leicht. Mit der Mentalität des Spielens, wie Kinder spielen, aber mit gleichzeitig, als wenn du einen Schatz in den Händen hältst. Es ist ein Schatz, aber der Schatz ist nicht für dein Ego gedacht. Das ist kein Besitzstand für dein Ego, sondern es ist etwas zum Loslassen. Der Altar muss leer sein. Der wird dadurch leer, dass du alles von dir darauf legst, immer wieder. Und der Heilige Geist nimmt alles weg. Die Sünden werden im Jerusalemer Tempel aufgehoben. Darum sind die Leute hingegangen, weil sie sich nur dort erlaubt haben, sich zu vergeben. Oder ich war mal in Lourdes. Ich habe Priester auch meine schlimmsten Schuld offenbart, wie ich als Kind mit meiner Schwester umging. Und er sagte, ja, er hat mir die Absolution erteilt. Er hat gesagt, du bist gar nicht schuldig, du warst ein Kind und so weiter. Und das war aber wichtig für mich. Also wir haben unsere Rituale, natürlich. Und dies ist vollbracht. Und die Lektion für heute ist wie immer, wie jede Lektion, die Versicherung, dass Erlösung geschehen ist, dass du schuldlos bist. Und weil du ohne jede Schuld bist, unabhängig davon, ob du nun noch daran glaubst, schuldlos zu sein oder dich für schuldig hältst, weil du schuldlos bist, kannst du anderen das auch geben. Also sei mit dir sanft, wie auch mit anderen. Das ist das Angebot. Also lass die Liebe, sagt der Nächstenliebe, ja. Damit die große Liebe kommen kann, musst du erstmal mit der kleinen Liebe, mit der Nächstenliebe anfangen. Gestern Gregor so schön sagt, du machst die Leute nicht leiden, ja, aber liebe sie einfach für das, was sie sind. Leben ist heilig. Das siehst du, wenn du einen toten Körper siehst, dann siehst du zum ersten Mal, was da fehlt. Und dann kriegst du so ein Gefühl dafür, was die Seele eigentlich ist, was für ein Wunder es eigentlich ist, wenn etwas lebt. Auch hier in der Welt. Denn wie sagt Jesus im Kurs, es gibt zwei Macher der Welt und das ist das Ego und der Heilige Geist. Das Ego konnte niemals einen Körper erschaffen. Er wurde für dich gemacht, damit du in dieser Welt lernst, was es heißt zu vergeben. Also es gibt in der göttlichen Komödie von Dante eine Beschreibung von Luzifer. Im originalen Kurs wird beschrieben, dass Luzifer sich selbst aus dem Himmel hinaus projiziert hat. Aber was ist aus ihm geworden? Und Dante sagt, Luzifer ist in einem Eisklotz eingefroren, im Zentrum der Erde. Er sitzt nicht im Feuer, nein, er ist im Eis eingefroren. Das heißt, wie Dante sich Luzifer vorstellt, ist, er ist ohne jede Kommunikation, völlig isoliert. Und du hast diese Welt bekommen und du träumst diese Welt, damit du da ausbrechen kannst. Das ist dein Heilungs-, deine Bühne der Heilung. Dass du aus dieser Isolation herauskommst und Kommunikation frei fließen lässt, das Eis schmelzen lässt, sagen die Schamanen von Island, von Grönland, Greenland, Grönland, Grönland. Das Eis in euren Herzen muss schmelzen. Jetzt ist die Zeit, das Eis schmelzen zu lassen. Deine Mauern niederzulegen. Das ist die Sühne, damit der Altar Platz für Gott macht. Und das ist dein Geist. Und du hast nichts dazu zu sagen, du hast es nur anzunehmen. Ja, das wäre es eigentlich für heute.